Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream Open House aus Alsdorf. Wir sind heute in Alsdorf hier in der Görlitzer Straße und mein Name ist Melanie Sternberg und ich möchte Ihnen heute ein Ein- bis Zweifamilienhaus zeigen, welches derzeit auch noch bewohnt ist, und wir schauen uns jetzt alles einmal gemeinsam an. Wir haben insgesamt 153 Quadratmeter Wohnfläche. Und das Haus wurde 1968 gebaut und dann 1987 auch nochmal modernisiert. Modernisiert, das heißt, die Dachdämmung hat stattgefunden, wir haben neue Fenster überall reinbekommen, klassische Kunststofffenster, und dieser Anbau auch im hinteren Teil, den Sie jetzt sehen, ist dran gesetzt worden. Insgesamt verfügt diese Einheit hier unten im Erdgeschoss über 85 Quadratmeter Wohnfläche und allein dieser Raum, also beide Räumlichkeiten, Esszimmer sowie Wohnzimmer, haben knapp 48 Quadratmeter. Also wirklich ein super schön großzügiger Raum, viel Platz für Ihre Möbel, Esszimmer, Wohnzimmer, alles wunderbar gut unterzubringen. Sie haben überall in dem Haus Rollläden vor den Fenstern, dass Sie auch abdunkeln können, überwiegend elektrisch zu betreiben, oben dann auch manuelle Rollläden, aber das zeige ich Ihnen dann auch im Anschluss. Aus dem Wohnzimmer raus gehen wir direkt einmal raus in den wunderschönen Garten. Wir haben insgesamt 537 Quadratmeter Grundstücksfläche. Sie sehen, das Grundstück ist wirklich sehr, sehr schön eingefriedet. Man hat hier im hinteren oder Mittelteil auch nochmal die Gelegenheit, jetzt nimmt er gerade die Kelleraußentreppe, ist aber auch gut, von daher aus kommt man dann nämlich runter in den Keller. Aber was ich Ihnen ursprünglich zunächst zeigen wollte, ist einmal hier das Gartenhäuschen. Es ist eigentlich schon fast eine Schande, es nur als Gartenhaus zu nutzen. Es ist auch genauso gut vielleicht eine schöne Hobbyfläche. Es ist ein massiv gebautes kleines Häuschen, sollte ursprünglich als Gästehaus fungieren und ist jetzt aber doch für die Pflanzen zum Überwintern genutzt oder auch für die Gartengeräte. Sie sehen, wir haben wirklich eine schöne Grundstücksgröße, man kann alles unterbringen, sogar ein Pool ist hier mit integriert worden. Da kann man natürlich dann auch drüber sprechen, ob der bestehen bleiben soll für eine Familie zum Beispiel oder ob das dann entfernt werden soll. Einen kleinen Teich haben wir hier vorne auch noch in Richtung Terrasse und dann möchte ich Ihnen auch gerne noch die Garage zeigen. Die Garage ist direkt von dem Garten aus zugänglich. Und zwar ist das wirklich eine super schöne große Garage, gefliest, mit einem elektrischen Tor ausgestattet. Man hat vor der Garage auch nochmal Pkw-Stellfläche und insgesamt passen hier sogar zwei Pkws hintereinander. Oder man hat halt im hinteren Bereich dann auch noch Lagerkapazitäten. Wo wir gerade bei Lagerkapazitäten sind und Nutzfläche, das Haus ist auch komplett unterkellert. Das können wir Ihnen heute leider nicht zeigen. Das würde ich dann gerne mit Ihnen gemeinsam machen, wenn wir uns das Haus einmal vor Ort dann auch anschauen. Wir haben unten leider nicht genügend Empfang und deshalb würde das dann unten abbrechen. Deshalb lassen wir das heute. Gegenüber haben wir einmal den Küchenbereich. Wir gehen jetzt wieder über den Flur und landen in der Küche. Diese Küche würde mit im Kaufpreis bestehen bleiben oder enthalten sein und natürlich auch im Haus verbleiben. Es ist eine Poggenpool-Küche, voll funktionsfähig, alle Geräte soweit drin, die man auch benötigt. Dann haben wir hier unten noch das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer hier hat 14 Quadratmeter. Es ist im Moment mit sehr schweren Holzmöbeln möbliert, deshalb wirkt es relativ eng und gedrängt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schön großzügiger Raum, wo Sie auch wirklich alle Ihre Schlafzimmermöbel unterkriegen.
hinter dem Kameramann, also hinter Hakan, ist ein großer, massiver Schrank, der jetzt ein bisschen Platz wegnimmt, aber ich denke, es lässt sich sehr, sehr schön möblieren. Dann fehlt uns hier für unsere untere Ebene, also für die erste Wohneinheit, nur noch einmal das Badezimmer. Das Badezimmer ist 2004 erneuert worden. Also wirklich schon sehr, sehr modern ausgestattet mit Bidet, mit Dusche, Wanne, alles wirklich für jeden Geschmack dabei, hell und zeitlos gefliest und vor allen Dingen wirklich eine sehr, sehr schöne Größe. Alles gut gegangen, kein Problem. Wir machen weiter. Wir starten wieder hier im Eingangsbereich und gehen dann weiter nach oben in die zweite Ebene. Ich gehe einmal vor, auch wenn ich das eigentlich nicht soll. Hier oben haben wir dann unsere zweite Wohneinheit mit nochmal 65 Quadratmetern. Das ist jetzt die etwas ältere Einheit oder von den älteren Herrschaften bewohnt worden und dementsprechend auch hier noch ein bisschen Modernisierung dann einfach auch zu tun. Wir starten einmal hier mit unserem Badezimmer. Auch eine vernünftige Größe, kann man was Schönes draus machen, ein großes Fenster mit drin. Und dann haben wir gegenüber einmal ein Kinderzimmer. So könnte es zum Beispiel genutzt werden. Dieses Kinderzimmer hat jetzt die Größe des Badezimmers unten, ne? Also wir sind jetzt quasi über dem Badezimmer unten. Wenn man das hier anders verwirklichen möchte, könnte man hier auch wieder ein großes Badezimmer reinmachen. Das bleibt also jedem selber überlassen. Dann haben wir hier auch einmal unsere Küche. Sie merken, der Aufbau ist relativ gleich, sodass wir jetzt auch hier dann wieder in unser Schlafzimmer gelangen. Auch dieses Schlafzimmer hat dann wieder die 14 Quadratmeter. Und zu guter Letzt dann noch das Wohnzimmer hier für diese Ebene. Das Wohnzimmer ist hier etwas kleiner als unten, hat aber trotzdem seine 24 Quadratmeter Wohnfläche. Hier sind wir jetzt im Moment über dem darunter liegenden Esszimmer. Und das Wohnzimmer ist gekoppelt dann hinten mit dem Terrassenbereich, sodass die obere Einheit auch nochmal den Ausgang nach draußen hat. Eine wirklich sehr, sehr schön große Dachterrasse, würde ich sie schon fast betiteln, wo man natürlich auch die Verbindung dann nach unten schaffen kann zum Garten, vielleicht mit einer Wendeltreppe oder mit einer klassischen Treppe nach unten. Platz ist auf jeden Fall vorhanden. Wie eben schon erwähnt, das Haus ist voll unterkellert. Wir haben auch oben noch ein Dachgeschoss, was schon ausgebaut worden ist, was aber reine Nutzfläche ist. Das Zimmer können wir Ihnen leider heute auch nicht zeigen, weil es etwas schwierig zu erreichen ist über eine Raumspartreppe. Aber das sind dann Punkte, die ich mir sehr gerne mit Ihnen dann einmal vor Ort anschauen würde. Ich hoffe, Sie haben heute einen guten Eindruck von der Immobilie bekommen und ich würde mich freuen, Ihnen diese dann auch einmal live vor Ort präsentieren zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Bis dann.